Hallöchen, hier ist eure Melanie. Und ja, wir haben heute das Horoskop für den August und zwar für die Luftzeichen, das heißt Wassermann, Waage und Zwilling. Und da werden wir heute reinschauen und ja, mal gucken, was dich im August hier erwartet. Ihr wisst ja immer, allgemeines Kollektiv, es kann also mit in Resonanz gehen oder eben auch nicht. So, schauen wir uns gleich mal die erste Botschaft an. Und zwar haben wir hier den grünen Smaragd bekommen. Und hier heißt es, du wirst die Lage richtig einschätzen und am Ende glücklich über deine Entscheidung sein. Schon bald wird alles sehr viel leichter werden, versprochen. Ja, also egal, was dich jetzt hier beschäftigt, ne, oder wo du eine Entscheidung fällen solltest, ja, und aktuell auch gerade nicht weiß, wie und was und wo, lass es mal laufen jetzt. Das wird sich im August hier von selbst zeigen, ja. Da wird also etwas auf dich zukommen und du wirst hier ganz bewusst die richtige Entscheidung treffen und dann gehst du auch hier sozusagen wieder in deine Leichtigkeit über. Ob das jetzt was mit der Liebe bei dir zu tun hat, beruflich oder finanziell oder irgendein anderes Thema, ja, das musst du hier für dich selber wissen. Aber wie gesagt, es geht rüber in die Leichtigkeit. So, wir schauen uns mal die ersten Karten an. Ja, da haben wir hier die 28 bekommen. Wenn du also hier auf deinen Wunschpartner schaust, ja, du kannst ja auch hier nur für dein Luftzeichen schauen, ja, dann ist dein Gegenüber hier gemeint. Und ansonsten, wenn du oder wenn du das Luftzeichen hier bist, dann kann es auch über die über deine eigene Aktivität hier sein. Ne? Die männliche Energie ist die aktive Energie, das heißt, ja, ich nehme mir das, was mir nun endlich zusteht. Ja, und das würde auch mit dem grünen Smaragd hier sehr gut passen, dass man sagt, geht vielleicht um eine Entscheidung, die jetzt einen eigenen Bereich von dir betrifft oder eben im Punkto des Wunschpartners. Wir gucken mal weiter. Da haben wir hier einmal das Kind bekommen und wir haben hier einmal die Wolken bekommen. Hier geht es also um irgendetwas, was neu beginnen soll, ja, was vielleicht jetzt noch sehr, sehr schwammig war, ja, weil wir hier die Wolken drauf haben. Aber man darf hier auch beachten, wir haben hier die helle Seite an das Kind grenzend. Das heißt, es klärt sich also im Punkto Neuanfang, Neubeginn irgendetwas auf. Ja, das kann jetzt dich selber betreffen oder eben im Punkto Wunschpartner. Hier könnte es vielleicht auch noch Unklarheiten bezüglich eines Kindes geben. Ja, ich kann es nicht ausschließen. Vielleicht ist das auch ein Grund, was dich hier beschäftigt, dass man sagt, okay, deswegen geht es jetzt hier nicht weiter und da sind noch Unklarheiten, es wird nicht geklärt oder man ist sich unsicher wegen den Kindern. Also solche Themen können das auch noch sein. So. Aber hier geht es also vorwärts, das heißt, es steht also irgendwas am Anfang und es soll sich irgendetwas klären. Also gucken wir mal weiter. No, da haben wir die Katastrophe. Hier ging es also um eine Tragödie, ein Unheil, ein Schicksalsschlag, Desaster, Verhängnis, Verderben, Unglück, Weltuntergangsstimmung und den Todesfall. Und wir haben hier das Traumschloss, heile Welt, Mädchenträume, Wunschdenken, Traumtänzerei, auf rosa Wolken schweben, Blindsein vor Liebe, unverbesserlicher Optimist. Ja, zum einen kann es natürlich hier sein, ne, dass du hier, ja, dass die Phase jetzt, ne, das war alles hier eigentlich eine einzige Katastrophe, ne, es ging also nichts vorwärts, irgendwo waren noch Abhängigkeiten und Verstrickungen da, ja, also nicht, oder ich sag mal, keine schöne Zeit jetzt, ja. Hier haben wir aber die Verwirklichung deiner Mädchenträume, ja, oder das heißt, das, was du eigentlich haben willst, dass man sagt, okay, auch wenn es schlimm war jetzt, ja, oder hier dieses Ereignis vielleicht noch eintreffen mag, ja, weil wir schauen ja in den August hinein, dann bleib hier bitte optimistisch, ja, weil es steht hier was am Anfang und das wird sich hier klären. Also für mich ist das so eine Energie, das schaut hier jetzt gerade schlimmer aus, als es ist. Ja, also hört sich jetzt mit dieser Karte auch nicht so schön an, aber ich kriege es von der Energie her auch nicht so schlimm rein, ja, sondern ja, es ist halt unglücklich gelaufen irgendetwas, ne? Man hat sich vielleicht hier etwas vorgestellt oder man hatte eine Erwartung, die ist vielleicht nicht in Erfüllung gegangen. Trotzdem bleib hier optimistisch, weil es gibt hier einen Neubeginn, ja, also kann ja auch bei deinem Gegenüber sein, ne? Dass man sagt, ja, der wird jetzt hier im August einen Schicksalsschlag erleiden, ja, damit man ihn aber aus seiner Traumwelt hier rausholt, im wahrsten Sinne des Wortes. Ja, also da wird irgendwas sein,
Trotzdem gilt es auch für ihn hier, optimistisch zu bleiben, weil wir haben hier zwei gute Karten. Das heißt, es wird sich hier aufklären. So, schauen wir aber mal weiter. Deuten wir das im Kontext. Ja, schauen wir, da haben wir den Klee dabei. Ja, das ist eine Glückskarte, die hier angrenzt. Also alles halb so schlimm, sage ich jetzt mal. So, und da haben wir hier die Störche auch mit der positiven Veränderung drauf. Und wir haben hier, ja, die Mäuse, die nagen an dem. Das heißt, diese Angst vor der Veränderung ist es, ne? Hier hat man einfach Angst, neue Wege zu gehen oder in diese Veränderung jetzt hineinzutauchen. Und das kann natürlich jetzt auch mit dieser Sache hier einhergehen, ja. Aber wir haben den Klee. Das heißt, das Ganze ist hier aber noch kurzfristig. Also das ist, ja, man muss wahrscheinlich erstmal was verdauen. Ja, und dass man natürlich jetzt Angst hat vor einer Veränderung, ist klar, weil man nicht weiß, wie es wird. Aber es ist ein Aufwachprozess. Also entweder für dich oder für dein Gegenüber. Trotzdem, wie gesagt, positiv hier mit dem Klee. So, dann haben wir hier den Osterzauber. Da geht es um Feiertage, Festmahl, bedeutsamer Festakt, Zeremonie, Huldigung, Tribut und die Ehrung. Ja, also man wird hier. Auch hier, das ist eine positive Karte, ja, dass man sagt, okay, da kommt aber wieder Schwung rein, da wird man wieder ausgezeichnet für das Ganze, dass man das auch schafft, ja, dass man wirklich diese Ängste ablegt vor der Veränderung. Dafür gibt es quasi da wird dir Tribut gezollt, ja, also, oder auch dein Gegenüber, dass man da jetzt wirklich rüberspringt, weil wir haben hier die Kürbiskutsche und das ist die Jahrhundertliebe. Also wir haben hier sehr extreme Gefühle, Traummann, Traumfrau, Hochzeit, Ehe, Sensation, füreinander bestimmt sein und die Schicksalsfügung, ja. Also man hat da einfach ein bisschen Angst davor, wie es weitergeht, so kriege ich das hier rein. Und wir haben hier den Leprechaun. Das sind die Naturgeister, Kobolde, Feen etc., Irland, übertriebene Sparsamkeit, Geiz, Finanzkarma, finanzielle Hilfe bekommen oder geben, Großzügigkeit und gönnen. Ja, es kann natürlich hier tatsächlich ein Schicksalsschlag sein, der nochmal bezüglich eines Kindes reinkommt. Haben wir auch in den anderen Orakeln immer wieder gehabt. Aber das dient einfach dazu, dass hier jemand aufwacht. Für dich kann es hier auch so etwas sein, aber wie gesagt, bleib optimistisch, es klärt sich alles, ja, egal was da hier auf dich zukommt oder welche Katastrophe das vielleicht jetzt schon ist, ne? Das ist Schicksalsfügung zwischen euch beiden, ihr gehört also zusammen. Das Ganze ist aber auch schicksalhaft so gewollt, ja, dass es hier also zu einem Ausgleich kommt. Der Leprechaun kündigt aber auch hier schon die Hilfe an, ja, das heißt also, hier wird man Hilfe bekommen oder vielleicht gibt man sie auch, ja, je nachdem. Dass du derjenige bist, der ihn vielleicht da unterstützt, könnte sein, muss jetzt nicht unbedingt mit Geld sein, sondern einfach, dass man da ist. Aber es geht in erster Linie auch, dass man sich wieder mal anfängt, was zu gönnen. Das heißt, mit dem Leprechaun auch, man hat hier viel auf, oder man hat viel auf etwas verzichtet, ja, das nehme ich hier so wahr. Kann natürlich jetzt mit dieser Sache hier zu tun haben, die er da im Genick hat, ja, oder was bei dir auch der Punkt war, dass du immer zurückgesteckt hast, dass du immer alles und jedem geholfen hast. Und da geht es jetzt in erster Linie, dass du dir auch selber mal wieder was gönnst und was Gutes tust, ja. Also hab keine Angst vor dieser Veränderung, die wird schicksalhaft hier geführt, wie man sieht. Muss so sein, damit es hier also sozusagen zu einem Ausgleich kommt und man eigentlich wieder, ja, in die Leichtigkeit, in die Lebendigkeit kommt. So, dann haben wir hier dich liegen. Na, da sieht man schon, dass er in Kürze auch in deine Richtung hier unterwegs ist. So, wir haben hier, da schau mal, da fällt auch nochmal die 28 drauf und wir haben hier den Berg. Also hier sieht man schon die Blockade noch momentan zu dir hin, von ihm seiner Seite aus. Ja, ich denke eher, dass das hier ihn betrifft als dich mit der Katastrophe, ja, weil er fällt mir hier zu oft. Dass du das vielleicht mitkriegst, ne? Das kann sein. Also hier haben wir noch momentan die Blockade. So, dann haben wir aber hier den Froschkönig. Ja, das ist die Arroganz, die gebrochenen Versprechen, jemanden ausnutzen, Demut, Buße tun, Reue für die Liebe kämpfen und den Sinneswandel. Und wir haben hier den Winterzauber. Weihnachten, Adventszeit, Winter, Kälte, Schnee, Weihnachtsmärkte, Familienfeste, Besinnlichkeit, Melancholie und Zeit der Stille. Uiuiuiuiui. Also wenn da dein Gegenüber nicht irgendwas im August erreicht, wo es ihm erstmal die Schuhe auszieht hier, ja, und dann merkt, ja, ich war da wohl etwas arrogant gegenüber meiner Herzensdame, ja, ich habe Versprechen nicht eingehalten, die ich gesagt habe, ja, hier wird jemand Buße tun.
Und das ist genau die Energie, die ich hatte. Hier wird jemand aus seiner Traumwelt rausgerissen. Ja, und ich gehe davon aus, dass das er ist und nicht du. Ja, so, weil er liegt hier mit der Blockade. Also hier wird es einen Sinneswandel geben, weil man hier erstmal in die Zeit der Stille versetzt wird. Ja, für viele kann es natürlich erst im Winter sein, was ich euch nicht wünsche. Ja, aber leider ist die Karte halt so rausgefallen. Aber wir haben hier einfach die Melancholie. Das heißt, hier muss sich ja erstmal jemand besinnen, was er überhaupt gemacht hat. Ne? So, was haben wir hier? Ach, die Einladung, da guck mal an. Also man sieht hier schon, ne, in den ersten vier Karten, er kommt hier in Kürze auf dich zu mit einer Einladung, mit irgendeinem Geschenk, was wir hier haben. Mit Sicherheit sogar wird das hier sein. Und wir haben hier die Sterne, also hier wird sich auch mit Sicherheit etwas klären. Ich sage ja, passt wunderbar zu der Hauptenergie, der grüne Smaragd. Ne? Du wirst eine Entscheidung treffen oder beziehungsweise wird sich etwas auftun, wo du dann weißt, was zu tun ist. Und das haben wir hier auch nochmal in der Bestätigung. Das heißt, es wird sich also aufklären, etwas, was bis dato hier schwammig war, unklar war, wo nichts vorwärts gegangen ist, wo eine Katastrophe vielleicht nach der anderen stattgefunden hat, wo man schon eigentlich wieder gedacht hat, naja, das ist eigentlich alles hier nur ein Traumschloss, das funktioniert sowieso nicht. Ja, doch, es wird funktionieren. Ne? Das muss aber dann so sein. So, da haben wir hier die Münze des Untergangs. Alter Falter. Finanzielle Schwierigkeiten, Ersparnisse ausgeben, Kredite, Ratenzahlungen, Geldverlust, Arbeitslosigkeit, Insolvenz, Pleite, Untergang und der Ruin. Ich glaube, dass dein Kandidat hier auf alle Fälle ja, sehr große finanzielle Schwierigkeiten hat, wie man das sieht, weil das spiegelt sich hier rüber zu der Katastrophe hier. Das heißt, es kann tatsächlich mit einem Kind zu tun haben, was hier noch auftaucht. Ja? Vielleicht weiß er, also das ist auf den August geschaut, ist für mich etwas, was er noch gar nicht weiß. Das heißt, da kommt die nächste Katastrophe auf ihn zu. Ja? Und ich denke, dass du das auch durchaus mitkriegen wirst. Und dann ist es halt an dir gefordert, wie du dich da entscheidest. Hier wird sich auf alle Fälle jemand oder hier wird auf alle Fälle jemand etwas bereuen, ne? Dass man vielleicht nicht die Wahrheit gesagt hat oder dass man ja schon länger nicht damit rausgerückt ist, wie auch immer. Kann sein, dass der sogar noch seine Arbeit verliert oder sonstiges. Also es ist so eine richtige Pleite. Und dann haben wir hier aber den Frühlingszauber. Das heißt, wir haben hier das Erblühen, das Erwachen. Und hier geht es eigentlich um die Verliebtheit und um die Leichtigkeit. Ja, also das wird dich auch erleichtern. Also ich nehme an, dass das hier eine Situation ist, dass du dich fragst, warum ist hier kein Neuanfang bei deinem Gegenüber hier möglich? Ja, warum ist immer alles so schwammig, unklar und funktioniert nicht wirklich? Ja, weil hier einfach eine Katastrophe nach der anderen reinwackelt und ich denke, dass er da nicht darüber spricht, beziehungsweise das vielleicht ein bisschen abtut, ne? Aber das wirst du früher oder später hier mitbekommen. Das heißt, wie du dich dann entscheidest oder was du dann ihm bezüglich vorhast, obliegt natürlich deiner, ja? Aber wie man hier sieht, es wird dann leichter werden und wir haben hier auch die Leichtigkeit. Das heißt, alles wird sich hier jetzt aufklären mit Sicherheit, ne? Und dann wirst du da wissen, was hier Sache ist, ja? Also bleib auch du in deiner Leichtigkeit und lass ihn mal machen hier. Ich denke, dass hier nochmal was an die Oberfläche kommt auch, aber dann ist es raus und dann wird es auch für ihn hier leichter sein. So, wir schauen mal, was haben wir denn hier? Die Goldfischexplosion. Geschäftliche oder wirtschaftliche Probleme kündigen sich an, aus denen du jedoch durch Geschick, Fleiß und Intelligenz einen Vorteil für dich ziehen kannst. Also hier auch da die Karte, die schon ankündigt, dass es hier zu Schwierigkeiten kommen wird. Und wenn du bis dato nicht wusstest, dann wird sich das hier im August aber aufklären. Wenn es dich selber betrifft, dass du hier finanzielle Sachen hast, hier hast du mit Sicherheit das Glück dabei. Ja, das wird sich auch für dich hier positiv lösen. Also was immer du hier hast im finanziellen Bereich, ne, oder auch vielleicht im beruflichen, wo es um Geld geht, also was immer für eine Tragödie eintrifft, ja, wird hier auf alle Fälle gut ausgehen. Du bist hier mit Sicherheit auch göttlich beschützt, wie man sieht. Ja, hier haben wir ein Geschenk, wir haben hier eine Überraschung, wir haben hier was Schönes. Ja, und auch wenn es gerade hier so ausschaut, glaub mir mal, auch wenn du deinen Job vielleicht verlieren magst im August, ja, man kündigt dich oder es sonstige Umstände, dass du da rauskommen musst oder es sind wirklich finanzielle Probleme. Glaub mir mal, es wird rausgehen, ja. Also das hört sich hier alles schlimmer an, als es ist. Ich kriege es auch von der Energie her gar nicht so rein. Na, das sind jetzt zwei so Karten, wo man sagt, oh Gott, ey.
Ne? Aber ich, wie gesagt, nehme es energetisch gar nicht so schlimm wahr, sondern das muss alles so sein. Diese Dinge müssen sich regeln, ja, damit du wieder in eine Leichtigkeit kommst. Aber wie gesagt, hier ist Hilfe. Ja? Also hier kriegst du was. Also wenn du anstehst auf Geld, hier wird sich im August etwas zeigen, wo dir vielleicht jemand hilft, unter die Arme greift. Für dich wird sich das Ganze hier aufklären, genauso wie für dein Gegenüber. So, dann haben wir hier unterm Deck noch das Schiff. Es kündigt also auch schon die Veränderung an, ja, bisschen langsam alles, aber trotzdem haben wir hier Gespräche, Bereinigung, ne, hier auch die Kommunikation am Haus. Man möchte auch hier wieder in diese Verbindung gehen, Harmonie soll einkehren, ne. Hier haben wir allerdings noch ein Familienthema vielleicht auch, vielleicht hat das was auch mit dem Familiären zu tun, ne, weil wir hier in der Wiederholung das Ganze haben mit dem Geheimnis und da liegen wieder die Fische dabei. Aber wie gesagt, da kommt hier Bewegung rein und es wird auch hier beendet. Also vielleicht ein familiäres Problem, wo Geldthemen anstehen oder bei deinem Gegenüber, wie auch immer. Aber hier geht es in die Heilung und dann kann eure Liebe hier auch in die Beständigkeit gehen und öffentlich werden. So, dann haben wir hier unterm Deck die Liebe statt Angst. Startschwierigkeiten, sich seinen Gefühlen stellen, eine vom Umfeld nicht akzeptierte Beziehung, die Vergangenheit und Vorurteile loslassen, sich einlassen und die Gegensätze überwinden. Eine schönere Karte könnten wir hier nicht kriegen. Ja, Startschwierigkeiten haben wir hier, aber das liegt anscheinend an eben diversen Problemen, wie man hier sieht, sehr stark finanziell. Aber ja, man wird das hier überwinden, das Ganze, ja. Hier hat sich jemand lange seinen Gefühlen nicht gestellt, dann ist das so, dann muss man es ausbaden, es hilft nichts, ne. Aber wie gesagt, man wird sich darauf einlassen. Wir haben hier den Herbstzauber da, also es kann, ja, hier haben wir auch wieder Oktober, November, also es kann schon sich hier noch ein bisschen ziehen, aber im August geht das hier los, da ist der Wandel schon da. Man zieht hier Bilanz, ne. Ich sag ja hier, da wird jemand bereuen, was er gemacht hat, ne. Und da haben wir hier das Königreich der Wünsche, alles ist möglich. Ne? Also hier kann man seine eigene Geschichte durchaus umschreiben. Alles eine Lebenserfahrung, die hat sein müssen. Ja, spannend hier. Ich bin gespannt, was ihr dazu sagt. Speichert euch das mal ab und wartet den August ab. Aber wie gesagt, denkt daran, egal was jetzt hier eintrifft oder welche Katastrophe es wieder ist, es wird einen guten Ausgang für euch haben. Das sagt auch schon die Karte. Und dann wird alles viel leichter werden. Vielleicht auch die Leichtigkeit, dass mal gewisse Dinge ausgesprochen werden, ja, dass dein Gegenüber mal einfach sich öffnet und anfängt, diese Dinge zu erzählen, die ihn belasten, ja, weil er vielleicht vor dir die ganze Zeit hier irgendwo verschwiegen hat, ja, oder verheimlicht hat, wie auch immer, oder nicht darüber reden wollte, ja. Das wird sich aber nun hier aufklären. Ja, das waren die Luftzeichen für den August. Ja, ich bin wirklich sehr, sehr neugierig, was ihr schreibt und ja, wir hören uns dann mit dem nächsten Orakel. Bis dann, ciao, ciao, eure Melanie.